Heute gibt es mediterranen Brotaufstrich, der ist einfach zubereitet und auch an wärmeren Tagen ideal. Wir benötigen Kartoffeln, da kommt gleich noch eine dritte dazu, Frühlingszwiebeln, Oliven, getrocknete Tomaten in Öl, Schafskäse, Olivenöl und eine Gewürzmischung, die ich mir selber zusammengestellt habe. Ich zeige euch, was drin ist, nämlich Gyrosgewürz, Oregano, Majoran, Knoblauchpulver, eine Messerspitze geräuchertes Paprikapulver, dann Paprika rosenscharf und natürlich Pfeffer aus der Mühle. So, die Kartoffeln kochen hier und jetzt kommt mein Überkochstopp drüber, den kennt ihr ja vielleicht schon. Das ist nicht das Original mit den Flabberlappen aus dem TV-Shopping, aber er schließt den Topf hervorragend ab und man kann die Energie um die Hälfte reduzieren. Das Wasser kocht trotzdem. Jetzt werden die Tomaten, die Oliven und die Zwiebeln in sehr kleine Stücke bzw. Würfel geschnitten, wirklich sehr klein. Das mache ich aber nicht mit dem Mixer diesmal. Mein kleiner Mixer ist dafür nicht so geeignet. Der würde das Ganze eher ein bisschen matschiger machen. Und ich will ja noch eine schöne Textur in dem Brotaufstrich. Deswegen mache ich mir die Mühe und werde das sehr klein würfeln. So, eine Olive, die wird natürlich auch klein geschnitten und für die Katze hingestellt. Die kratzt schon an der Tür. Die hat mitbekommen, dass ich was mit Oliven mache. Und wie ich irgendwann mal vor vielen Jahren herausgefunden habe, sind Oliven auf ihrer Liste der Sonderleckerlis ganz weit oben. Die mag sie sehr gerne, genau wie Schafskäse, Mozzarella und noch ein paar andere Dinge. Die Kartoffeln sind jetzt fertig gekocht und werden erstmal in eine Schüssel geschnitten. Die habe ich natürlich gepellt. Ja, für diese Variante habe ich die Schale nicht dran gelassen, für den Brotaufstrich schön zerstampfen. Ja, und dann den Schafskäse reinbröseln, reinbröckeln. Das geht sehr leicht, der lässt sich ja sehr gut zerteilen. Hier die zweite Hälfte habe ich mich entschieden, den kompletten Käse zu verwenden. Und das Ganze dann nochmal zusammen mit den Kartoffeln durchstampfen, ja, damit das besser flutscht, besser geht. Einen großen Schluck Olivenöl dazu. Und wie ich festgestellt habe, da lassen sich auch prima Bällchen draus drehen. Kartoffeln, Käse könnte man jetzt panieren und frittieren, aber das ist heute ja nicht das Thema. Und deswegen kommen jetzt die anderen Zutaten dazu. Die Tomaten, die Oliven und die Zwiebel. Und die Gewürzmischung, so, und das Ganze dann mit der Gabel unterheben, nochmal verrühren und großen Schluck Olivenöl. Die Kartoffeln, die vertragen das, die saugen da einiges auf. Ja, und schon ist der Brotaufstrich fertig. Das Ganze dann hier in so eine Frischhaltedose. Ja, das war schon von der Menge ganz ordentlich, Deckel drauf und dann hält sich das im Kühlschrank sicherlich 2-3 Tage, aber das werde ich leider nicht herausfinden und euch bestätigen können, denn wie ihr hier seht, sah das Ganze fertig angerichtet als Brotaufstrich nicht nur hervorragend aus, sondern hat auch noch ganz vorzüglich geschmeckt. Die Aromen der einzelnen Zutaten haben perfekt miteinander harmoniert und ja, wie vorzüglich hat es denn geschmeckt? Nun, ich kann sagen, ich hätte mich beinahe reinsetzen können. In diesem Sinne wünsche ich euch auch dieses Mal natürlich beim Nachzubereiten viel Vergnügen und beim anschließenden Genießen. Bon Appetit!